Hallo und herzlich willkommen zurück zu Demon's Souls. Es geht zurück zum Boletarischen Schloss, zum Keilstein des Dämonen Turmritter. Im Labyrinth der Gassen im Inneren Boletarias lauert die Falle des beliebten Ministers, des beleibten Ministers, am Ausgebot des Wahnsinns des alten Königs Orland oder Aland. Na dann gehen wir mal dahin. Björn Trillingfangs auf Deutsch natürlich Trillingfangs ist schon richtig. Seine Rüstung haben wir ja auch schon komplett. Aber wir brauchen noch ein bisschen was Beweglichkeit, um die mal komplett tragen zu können. Denn auf meine kleine Quick Roll möchte ich eigentlich nicht so gerne verzichten. Der gute Björn. Ich finde immer sehr beeindruckend, diese Klinge auf seinem Helm. Jetzt müssen wir eigentlich ja hier durchkommen, oder? Da läuft er davon, der beleibte Minister. Das soll ein Minister sein? Das ist eigentlich eine Maske, was er da anhat, oder was soll das sein? Tür ist. Kann man nicht reingehen. Warum wackelt der Karren da so? Was ist denn da drin? Sind das Wölfe? Wow! Da sind ja schon welche draußen. Ist das alles? Knurr dir nur. Warum? Ich könnte mich eigentlich auch mal mit meinem heilen, würde ich sagen. Wollte ich sagen. Ja. Jetzt rede ich mit irgendwelchen Schwachsinn und ich rede nur noch doppelt. Sagenumwogene Soldatenseele. Zunehmender Mondgras. Es geht einmal hier rauf und einmal da vorne weiter. Irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Ha, wusste ich's doch. Da stimmt irgendwas nicht. Brennende Kugeln laufen damit vorbei. Und lassen alles hier ruckeln. Ein Sklavenschild. Das sieht ja sehr vorteilhaft aus, das Schild. Die fliehen. Der arme Kerl, der dürfte nicht mal hier rauslaufen. Oh. Nee, du fliehst nicht, mein Freund. Hartsteinklumpen. Ja, immerhin. Du bist so alt wie ich. Hallo? Eben! Rüffert Futter, nix da! So, ihr seid alle beide weg. Geschichte, lecker, Schmecker, habt gut geschmeckt, geschmeckt, ja, fast gut geschmeckt. Kann ich eigentlich das aufnehmen? Tatsächlich ein FM, Augenstein, wie auch immer es nicht ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich die Frage, gehen wir jetzt erst hier durch? Durch den offensichtlichen Gang oder gehen wir erst hier unten entlang? Ich würde sagen, wir gehen jetzt unten lang. Lauf, mein Kerle. Es brennt hier alles unten. Wer macht denn die komischen Geräusche hier? Irgendwer macht hier komische Geräusche. Der arbeitet einer schwer. Seht das? Warte. Wer von euch atmet da so? So, wir gehen einfach hier unten lang. Können wir aber nicht, weil hier ist eine verschlossene Tür. Dann gehen wir doch oben lang. Ja, so einfach lässt sich die Frage beantworten, wo wir lang gehen. Boah, diese Wölfe da, die machen ein bisschen Angst, machen sie nicht, aber sie
nerven mich ein bisschen, würde ich sagen. La 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 la. Dann gehen wir mal hier lang. Da sind schon wieder einige von euch unterwegs. Ich habe euch schon gesehen, keine Angst. Oh, guck mal, durchgestochen. Du auch. Da brennen sie alle immer da. Oh, Feuer und Gras, das ist ja nett. Sollen wir einfach mal runterspringen? Komm, ich spring einfach mal runter hier. Zack. Vollmondgras. Es liegt auch noch was. Ich spring einfach mal auf den Tisch und mach den Tisch kaputt. Und hier können wir sogar hochklettern. Ich dachte dir, aber erstmal die, suchen wir die Überreste, bevor wir hier hochklettern, oder? Nehmen wir alles wunderschön mit. Ich lasse doch nichts da liegen. Hallo, wo sind wir denn hier? Ist das eine Fake-Wand? Nö, ist keine Fake-Wand. Sieht aber so aus. Neumondgras kommt eigentlich wieder zurück. Und unten geht es irgendwie lang, oder? Und dann kommen wir da unten lang. Na. Okay, da gehen wir mal hier oben irgendwie lang. Erstmal den Typen da eins auswischen. So, der schießt nämlich die ganze Zeit auf mich und das stört mich doch schon ein bisschen. Ja. Schieß mal, hier. Dein Besteck ist weg. Ja, ja, ich möchte einfach, ich möchte, komm, komm her, komm her, komm her, komm her. Dankeschön. Rum, brenne und falle da irgendwo runter. So, jetzt gehen wir eigentlich wirklich mal hier unten lang. Ich glaube, es ist kein richtiger Weg, oder? Ich glaube, das ist nur, um da wieder hinzukommen. Na, wer bist du denn? Oh, ein Dieb. Gibt's jetzt hier auch. Ach, hier geht's weiter, okay. Irgendwohin geht es hier auch noch lang. Na dann schauen wir doch mal nach, was es hier so für uns gibt. Pfefferwege hinauf. Da gibt's doch wieder irgendwo Wege hinunter. Ach so, jetzt sind wir hier. Hallo. Ja, es war wieder ein sehr weiter Weg nach unten, aber erstaunlich wenig Leben abgezogen bekommen. Ich glaube, bei in Dark Souls wären wir schon längst mehr als einmal gestorben, oder? Wer schießt denn da noch die ganze Zeit? Ach, du da oben. So, der ist schon mal weg. Da ist doch schon wieder eine Kugel. Nö, 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 nö. Du, mein Freund. Ach, du machst dich unsichtbar. Du, mein... Mein Freund hier. Du machst hier gar nichts. Lalalalalalala. Haha. Ich fall da nicht drauf rein. Okay, alle da oben. Da fällt doch bestimmt jetzt einer runter, oder? Fällt keiner runter, okay. Soll mir auch recht sein, ist da oben ein Ritter oder wer atmet da schon wieder so schwer? Es sieht immer so aus, als würde hier gleich einer runterfallen. Guck mal, hier ist ein Gegenstand, das kann nicht so einfach sein. Na, seht ihr doch? Das ist doch. Ha, meinem Schild, da hast du dich ein bisschen vertan, mein Freund. Wieder so ein Sklavenschild, was will ich damit? Neumondgras. Das ist ja cool, dass wir das fallen lassen. Oh, bekommt auch wieder ein bisschen Heilung. Willst du bitte das Schild hochnehmen? Hehehe, komm her, mein Freund. Oh, das sieht aber ganz schön was ab hier bei ihm. Das ist mir ein bisschen zu eng. Könnte aber auch gut wegstecken. Ha, aber das steckst du nicht so leicht weg. Wunderbar, haben wir ihn sogar schön gekontert, das war schön. Da
Kann ich die anvisieren? Jetzt kommt Zauber. Oder auch nicht. Verdammt. Ich laufe mal lieber hier rein. Lalala. So war das eigentlich nicht geplant, sondern eher lieber so. So, zunehmender Mondgras. Wunderbar, kennen wir es auch nochmal. So, ich könnte mich ja schon wieder. Ich kann mich gar nicht so heilen. Ich habe gar keine Mana mehr. Das ist ja nicht so schön. So, aber ich glaube, ohne Bogen bekommen wir die da oben erstmal nicht runter. So, hier vorne geht es, glaube ich, offiziell weiter. Denn da ist eine Nebelwand. Ist da irgendwas was drauf? Da unten vielleicht? Nö. Ich glaube, da waren wir doch eben erst, oder? Nee, waren wir nicht. Das ist doch hinter dem... Hinter dem... Nee, das ist vor dem Tor. Okay, ich nehme alles zurück. Jetzt ist vor dem Tor. Ja, wir könnten natürlich auch den Weg trotzdem nach unten springen und, ist hier was? Liegt hier vielleicht etwas, dass sich das gelohnt hat, dass wir jetzt hier runtergefallen sind? Nein, natürlich nicht. Da ist nichts. Einfach mal so runtergefallen. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Wisst ihr, was ich mal machen könnte? Ich könnte statt... dem hier könnte ich doch mal den, Ring zum Regenerieren des Manas. Habe ich doch auch irgendwo, oder? Trefferschaden. Magieresistenz. Zeit. Stellt MP über der Zeit wieder her. Bringt es Duft. Dann soll er uns ein bisschen heilen, wenn wir jetzt sowieso hier langlaufen. Und dann können wir vielleicht doch nochmal einen Feuerball reinknallen. Bei diesen komischen Typen. So, bevor ich jetzt hier die Leiter aber hochkletter, ganz ehrlich. Dann habe ich lieber jeden langen Weg außen. Dann bin ich nämlich schneller, glaube ich. Brennende Kugel voraus. Die ist ja richtig hier runtergerollt. Mann, Mann, Mann. Rollt die Kugel einfach mal hier runter. Wenn die von diesen komischen Typen einfach mal so da runtergeschubst wird. So. Ist hier noch irgendwas drin? Hier ist auf jeden Fall ein Gang. Und hier geht's auch irgendwie hoch. Und hier geht's noch lang. Ist da was? Nö. Die ist echt. Okay. Wollen wir mal probieren. Kann ja sein, dass die nicht echt ist. Ah, mein Freund. Ah, mein Freund. Ich glaube, ich nehme ein paar Seelen. Wie bringt die hier? Ich glaube, ich benutze die mal alle. Lalala. Und kaufe mir davon ein paar gute Kräuter. Falls ihr überhaupt gute Kräuter hat. So, hallo, mein Freund. Ah, we meet again. Fancy that. Hope you find something that suits you. Ja, da schauen wir jetzt. Was hast du überhaupt alles? Langschwert? Ja, sonst hat er ja nichts Besonderes. Ja, und Ritterschwert. Und Ritterschild. 70? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, das Schwert hier, aber hm. Eigentlich brauchen wir es nicht unbedingt. Vollmondgras, 1600. Wir könnten nur 6 kaufen. Wie viel können wir kaufen? 12. Thanks for that. Kaufen wir einfach davon ein bisschen was. Zunehmender Mondgras, da haben wir schon. Guck mal, wie viele wir davon jetzt schon haben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann nehme ich hiervon auch noch was. So, von wem reicht das für ein Kraut? Tut es wunderbar. Thanks for that. Ja, bitte doch. Gerne doch. So, kann ich jetzt wieder ein bisschen Zauber auf die drauf speisen? So, kommst du wohl her, mein Freund. Du bist ja fast tot. Jetzt bist du ganz tot. Was macht denn eigentlich der? Ist er ein bisschen stärker? Nee, ist tatsächlich schwächer. Das ist echt. Also bei denen ist er auf jeden Fall schwächer. Gut zu wissen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier durch. Durch den Nebel. Den dichten.
Ja, kommst du, komm hierher. Komm, komm, komm. So, jetzt bist du mal tot. Dankeschön. Kann ich mir eigentlich jetzt schon mal heilen? Nee, das geht nicht. Dann nehme ich ein bisschen Sichelmondgras. Hier war doch gerade der Dicke. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ach, der patrouilliert jetzt hier oder was? Ja. Ihr seid mir zwei, weil ihr seid mir Typen hier. So, dann kriegst du nochmal einen Feuerball zu spüren. Ja, das hast du auch vorgehabt, nicht wahr? Na? Oh. Ja. Das machst du nicht, mein Freund. Was ist mit dir hier? Was machst du hier? Auf jeden Fall sterben. So einfach ist das. Oh, etwas fallen gelassen. Muss ich jetzt nochmal dran? Ja, ich kann hier einfach runterrollen. Eiserner Schlüsselring. Oh, ein Schlüssel. Das ist natürlich sehr schön, dass wir sowas bekommen. Und... Klatsch. Ich weiß jetzt nochmal quasi einen Umweg, aber wir nehmen trotzdem mal jetzt hier die sagenumwogene Heldenseele. Wir springen jetzt hier auf das... Oh, doch, kann ich hier raufklettern? Ich kann nicht da raufklettern. Wer ist denn da oben schon wieder unterwegs? Springt da runter. Ach so, ein Dieb. Kommen wir jetzt eigentlich da unten lang? Ist die Frage, sollen wir zuerst oben lang gehen oder sollen wir jetzt unten lang gehen? Hallo, du da. Ich glaube, wir gehen erst hier unten lang, oder? Ist die Frage, ob das der richtige Weg gewesen wäre oder ob das jetzt nur ein zusätzlicher oder ein optionaler Weg ist. Hat sie immer noch verschlossen. Okay, das ist also... Wir müssen sowieso zurück. Das ist jetzt sehr schade. Was haben wir eigentlich oben bekommen? Was war das? War das eine Waffe? Ein Großschwert. Ein extrem großer Zweihänder. Diese Waffe ist ebenso vielseitig wie ein Standardschwert mit gerader Klinge, ist aber zu schwer, um von Kämpfern normaler Stärke geführt zu werden. Durch das Gewicht der Waffe können Gegner zurückgestoßen werden. Beor Zwillingfang ist bekannt dafür, diese Waffe zu führen. Brauchen wir noch jede Menge Stärke für, um sowas zu benutzen? Vielleicht werde ich irgendwann mal so ein Schwert benutzen. Aber auch nur vielleicht. Im Moment bin ich mit meinem Einhandschwaffen eigentlich noch ganz gut bedient. Ist hier auch gar nicht mal so schlecht bis jetzt, mein Schwertchen. Hat mir treue Dienste geleistet. Und es wird wahrscheinlich mir auch noch weiterhin treue Dienste leisten. Laufen wir mal hier hoch. Also Gott sei Dank nicht so ein langer Weg, dass wir hier einfach mal wieder schnell hochlatschen können. Und hier wieder mal drüber latschen. Ach ja. Könnte ein längerer und anstrengender Weg sein, aber ist es Gott sei Dank nicht. So, dann kommen wir jetzt hier aus. Ach, hier kann auch noch was. Versteckt. Die glitzert doch wieder irgendetwas. Was glitzert denn hier? Hallo. Ja, ihr Speerfuzis. Warum hast du jetzt keinen Backstab gemacht? Das verstehe ich nicht. Ja, du trittst... Ach so Gott, ich dachte gerade, was ist das jetzt für einer? So, was hast du vor, mein Freund? Du schon wieder... Schubst du einfach ein bisschen runter, dann ist er nur noch halb so gefährlich. Hast du was fallen gelassen? Klauen! Jetzt haben wir Klauen, das ist ja schön. Dort liegt einer und verblutet. Hier ist das eine Türchen. Liegt da noch was? Nö. Aber da ist wieder so ein Ritter, ich höre ihn doch. Warum machst du jetzt keinen Backstab? Hallo? Wahrscheinlich, weil ich zu lange das Schild oben gehabt habe. Ich glaube, das braucht eine bestimmte Zeit, damit man es nutzen kann, ohne das Schild oben gehabt zu haben. Weil Sie verstehen, was ich meine. Aber liebe Freunde, mit diesem Ausblick auf eine neue brennende Kugel, die wahrscheinlich gleich wieder runterrollen wird, würde ich sagen, viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Warum sage ich jetzt viel Spaß? Ich weiß es nicht.
Viel Spaß bei der nächsten Folge, falls ihr die sehen wolltet. Vielleicht deswegen, aber naja. Na, bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao.